Hallo und herzlich willkommen hier in Hamburg. Heute fliegen wir von Hamburg nach Frankfurt am Frankfurt Friday auf Watzen. Wir stehen hier gerade in Hamburg am Parkplatz 05 Alpha. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Flugzeug, fahren das hoch, wir machen dann die Flugvorbereitung. Direkt zu Anfang, ich weiß noch nicht, ob ich das Video in zwei Teile teilen werde, aber das werden wir dann machen. Gut, dann starten wir erstmal das Flugzeug. Hier ja, gehen wir erstmal ins Overhead-Panel und starten die Batterien. Sind die Batterien an? Dann hört man auch schon, dass hier einiges angeht. Dann machen wir noch die externe Power. Jetzt hört man schon, der Flieger macht ein bisschen was. Das ist ganz normal. So, dann machen wir die Sauerstoffversorgung für unser Kabinenrohr an. Ein Audiorekorder und testen den auch. Es piepst dann einmal. Und dann schalten wir schon unser GPS an. Dafür drehen wir diese drei Schalter hier auf NAV. Dann geht es weiter zu den Lichtern. Da machen wir die Außenbeleuchtung ein. Schalten das Nichtraucherzeichen ein. Und noch ein paar Lichter. So. Dann drehen wir die Bildschirme, die Helligkeit hoch. Das Piepsen ist auch ganz normal. Und da ist unser Co-Pilot, mein Co-Pilot. Die Bilder, Bildschirme drehen wir noch hoch. Zack. Und auch die Helligkeit von diesem Bildschirm. Dann gehen wir hier in unser wunderschönes Tablet und importieren hier die Daten von SIM-Brief. Ich habe schon vorher einen Flugplan gefeilt. Da sieht man es auch schon von Hamburg nach Frankfurt am Main, weil heute Frankfurt Friday ist. Dann gehen wir in den Bereich Cargo, oder diesem LKW, drücken hier auf Lukasbrücke und Gepäckabfertigung. Sieht man auch schon direkt, kommt die Fluggastdrucke hier ran. Und genau, die fährt jetzt noch hier ran. Ist ab und zu ein bisschen buggy. Sieht man jetzt hier, ist ein bisschen buggy, aber das ignorieren wir einfach mal. So, dann gehen wir hier in den Reiter Treibstoff, drücken dort auf die Wolke. Dann betanken wir uns. Die Nutzlast, also unsere Passagiere, drücken wir auch auf diese Taste. Und dann beginnt schon das Boarding. Machen wir noch unsere Cockpit-Tür zu. Es geht hier. Zack. Klick. Und das war's schon. So, jetzt gehen wir noch einmal hier ins Overhead-Pen und testen unser Fahrsystem. Dann fängt es einmal an zu blinken. Hier dieser rote Taste geht an und hier ploppt so ein Menü auf. Das machen wir mit unserem Triebwerk 2 auch. Licht geht an, Menü ploppt auf. Und unser Hilfstriebwerk, genauso. Licht geht an, Menü ploppt auf. Und das war's für die Triebwerke und jetzt noch einmal für unser Abo-System. Menü ploppt auf. Rotes Ding ist an. Funktioniert alles, genau. So, dann programmieren wir auch schon unseren Bordcomputer. Also, wir gehen erstmal auf die Init-Seite. Hier kann man alle grundlegenden Informationen dem Bordcomputer geben. Und hier klicken wir einfach mal auf Init-Request, da wir über SIM-Brief, das ist ein Tool, wo man sich Flugpläne mit erstellen lassen kann, klicken wir drauf und dann lädt er uns das hier alles rein. So, hier bestätigen wir nochmal unsere Position. Und dann holen wir uns den Wind, aus welcher Richtung der kommt, welche Höhe und so. Das ist für uns unrelevant, aber für das Flugzeug ist es sinnvoll zu wissen. So, da hört man schon Funk. Ich gehe dann mal eben auf die Hamburg-Turmfrequenz. Sind ja gerade auf Watzen unterwegs.
Deswegen haben wir haben gerade auch nur einen Hamburg-Turm online. Die Hamburg-Turmfrequenz ist 126,850 oder 126850. Zack. Possible. Und da hören wir auch. Guess who followed us landing runway? Ja, yeah, totally wrong thing, active runway in Hamburg are 05 and 33, not 23. Das Delta Whiskey India, understood. Active information is Echo, active runway 05 to land, Delta Whiskey India. So. Hamburg Tower, hallo, so der 50. Jetzt sollte das mich nicht. So, dann gehen wir jetzt hier über die Pfeiltaste eine Weile weiter. Da brauchen wir das Zero Fuel Bank, so heißt das, das steht hier. Das sind 58,396 Kilogramm. Und dann steht hier noch Zero Fuel CG. Das finden wir hier unten. CG 32,79 ist das hier. So. Und dann noch unseren Treibstoff. Der steht hier unten. 5 Tonnen und 5,193 Tonnen. Jetzt tragen wir dann hier ein, das ist unter Block, wie viel wir tanken. Wir sind auch schon eingeladen, das ist schön. Also dann unser Ausweichflug kaufen, wie viel Treibstoff wir da brauchen, der ist in dem Fall heute München. Da brauchen wir 1340 Kilogramm Treibstoff für 1340. Das ist eingetragen. Und wir haben rund eine Tonne extra Treibstoff dabei, weil heute ja ein Event ist. So, dann gehen wir in unseren Flugplan. Hier wählen wir in Hamburg aus. Wir werden auf der Piste 33 starten. Über eine AMLU One Golf Departure. Die AMLU One Golf geht raus Richtung nach rechts, Richtung Osten und dann weiter Richtung Boden, Richtung Süden. Genau. Das steht hier gerade. Und dann wird die Abflugroute schon eingetragen. Jetzt geht's nach Frankfurt. In Frankfurt haben wir geplant, dass wir auf der Piste 07 links ankommen werden. Nach Mekirax oder Delta Arrival. So. Jetzt gehen wir schon in die Take-off Vorbereitung, also das Abfluggewicht und so und unsere Abfluggeschwindigkeit. Da geben wir einmal Klappenstufe 1 und einen Trim von 0,5 Grad nach oben ein. Jetzt gehen wir hier rein. Und unsere Flex-to-Temperature wird heute 80 sein, da wir hier in Hamburg eine schöne Lage haben. Dann haben wir hier unsere Geschwindigkeiten. Abgehen werden wir bei 131 Knoten. Das ist normal. So, dann holen wir uns jetzt eine Abfluginformation. Dafür gehen wir auf MCD, dazu, ASO-Menü und ARTIS. Das geht nur, wenn ihr mit einem Netzwerk verbunden seid, sowas wie Batsim oder Iwao, und ein Lotse online ist und eine ARTIS geschaltet habt. Wenn ihr normal im MSFS fliegt, ohne Lotsen, dann ist das nicht implementiert. Genau, wir drücken hier einmal auf Senden, Channel Send, und dann ist das hier. Ups. Dann warten wir hier, bis Company Message steht. Dann gehen wir einmal zurück und drücken hier auf Revised Message. Die ARTIS, Delta Whiskey, die drücken wir uns immer raus. A Airbus A320 on a 8 mile final, runway 05, your 11 o'clock position, 5 miles, 2,000 feet. So, das nehmen wir raus. Und dann, hier steht es nochmal Takeoff, also Start dabei bis zu 3,3. So, Wind aus 0,5 Grad mit 12 Knoten, also haben wir ordentlich Wind. Na, 1,018, das ist für unsere Höhe.
ist der aktuelle Luftdruck. Das fangen wir ein. So. Und dann tragen wir das auch noch hier unten an. So, 1,8. Genau. Temperatur ist 21 Grad, also schön warm hier in Hamburg. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie warm ist es denn bei euch? Genau, so. Und dann drücken wir noch einen hier auf Hamburg. Departure. Nee, nicht Departure, sondern nur Fixinfo. Geben wir Echo Delta Delta Hotel Tri Tri ein. Und dann müssen wir einmal in unser Runway Heading. Okay. Dann muss ich das Fenster hier anwenden. Okay, Delta Whiskey India, after 02, cleared for final to runway 05. Was hab ich jetzt zu tun? Please make sure behind the mention traffic. Ich mach das nochmal ein bisschen größer. Traffic, cleared for runway. Jetzt steht hier unten 33. So können wir uns wieder kennen. Hier unten steht es zu 33. Das heißt, wir werden hier lang kommen und dann diese Richtung starten. Wir brauchen noch unser Runway-Heading. So, Himmelsrichtung wurde beantragt, das ist 330. Und das tragen wir hier ein. 330. Und dann wird uns eine blaue Linie. So, wir sind bereit, um unsere Clearance zu bekommen. Dafür gehen wir auf ATC.com. Nur jetzt für euch zur Info, das, was wir hier jetzt benutzen, ist standardmäßig nicht auf Waffen oder im Bau implementiert. Dafür braucht ihr ein extra Programm, das kann ich euch gerne in die Videobeschreibung packen, wenn ich es nicht vergesse. Genau. Also hier geben wir bei Station IDDR ein, das ist der Flughafen, wo wir gerade stehen. Und unser Gate ist 05 Alpha. Das tragen wir hier ein, dann ploppt es beides in. Und unser Hamburg Informationscode, unser Artus-Code ist Echo. Das tragen wir ein. Dann drücken wir hier oben auf den Knopf. Und jetzt haben wir das kleine Display. Wir überprüfen dann mal, hier steht unser Kurs hin. Unser Tri-7 Bravo ist es. Wir starten von Hamburg. Alpha ist korrekt. Wir möchten nach Frankfurt, haben die Information Echo. Wir sind ein A320 Neo. Das passt. Das schicken wir so ab. Und jetzt warten wir auf eine Antwort. In der Zeit können wir schon mal gucken, ob das Gepäck schon eingeladen ist. Das ist es. Das heißt, wir können die Gepäcklogen schon schließen. So, da haben wir jetzt schon eine Message bekommen, das ist eine Saison. Er sagt uns, er bearbeitet die Anfrage. Gleich kommt dann die Antwort. So, wir schließen die Frachtloop. By the way, also das Flugzeug hier ist der Fly-by-Wire A320 Neo in der Development-Version, falls euch interessiert. Genau, nur zur Info. So, wir haben eine Antwort bekommen. Wir starten, das ist die Station Hamburg, über das Tool, was wir benutzen. Hier ist unser Call-Sign, wir sind freigegeben nach Frankfurt über die Piste 33 von der Hamburg-Bahn Golf. Wurde, das haben wir reingetragen. Unser Initial Climb ist 5000 Boost, den erkläre ich euch gleich noch. Mit Score ist 1000, unser Transponder ist also 1000. Dann gehen wir so ein. Und das bestätigen wir, schicken zurück und. So, ich wollte euch erklären, was der Initial Climb ist. Also der Initial Climb ist eine Flugfläche, wo wir drauf steigen dürfen, ohne eine weitere Freigabe vom Flugbus. Das ist im Prinzip dazu gibt es nicht mehr zu fliegen.
Oh, wir machen unsere Seatbelts an. Wenn solch ein bisschen zu schnell geht, können wir gerne in die Kommentare schreiben und probiere ich das beim nächsten. Besser zu machen. Hamburg Tower, hallo. Lufthansa Vorwitzki, jetzt 109er mit Information Echo. Wir setzen Nachverkehr zu Bastian. Wir sind dann schon soweit bereit. Wir müssen nur noch warten, bis die Passagiere zu Ende eingestiegen sind. Lufthansa vor OSG, Hamburg Tower, moin. Information Echo ist gerannt. Wir können da noch rein. Ich kann euch da noch zeigen. Wo wir hier stehen? Wir stehen hier an diesem Parkplatz, werden dann zurücksetzen auf diese Linie. Wir werden dann wahrscheinlich hier lang rollen, entweder in diese Einmündung oder in diese Einmündung. Readback korrekt, Departure Frequency for you, passing the correction point 2000 feet, 119er, Decimal, correction 134, Dann werden wir hier starten. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Danke, Pilot, für die wunderschöne Begrüßung. So, einmal, wir starten hier auf der Piste 3-3, dann geht's geradeaus, drehen dann irgendwann nach rechts, maximale Geschwindigkeit 210 Knoten. Und hier, bei diesem Punkt, dürfen wir nur 4000 Fuß haben. Dann geht's weiter zum Hamburg, Richtung Ost, dann Radiostation. Und dann geht's hier weiter Richtung Süden, zum Punkt Ambu. Dann von dort aus geht es dann auf unsere Route hier runter Richtung. So. Ich wäre dann soweit bereit. Dann geben wir jetzt die erste Checklist. Cockpit Preparation Checklist. Give ins and covers the mode. View quantity. 5.2 kilograms set. Seatbelts. On. ADIS. Nav. Power Reference, also unser Höhenmesser. 1018 set. Cockpit Preparation Checklist is completed. So, dann starten wir unser Hilfstriebwerk. Dafür machen wir die Abschlussfunkmann. Schalten wir den Master an und drücken dann auf GPU Start. Und ploppt hier unten dieses Fenster auf. Hier steht Flap Open. Und die Abgastemperatur geht nach oben. Und die Geschwindigkeit der Turbine auch. Dann warten wir mal eben bis dort, bis die angeschaltete Turbine gefahren ist. So, jetzt steht hier oben ein Avail. Das ist sehr schön. Dann schalten wir hier das EPU Bleed an und geht auch die Klimaanlage an. Bei der Hitze. Und dann schalten wir noch den Strom von außen aus. Jetzt sind wir nur noch von unserem internen Betrieb. Jetzt haben wir keinen Strom mehr von außen. Aber es ist nicht schlimm. Dann fahren wir die Fluggastbrücke weg. Und damit rufen wir gleich mal beim Lotsen an, dass wir bereits im Pushback sind. Hamburg Tower, der Lufthansa 37 Bravo und Stand 05 Alpha. Ready to push. All stations on ground,
calling for clearance or push or taxi. Hamburg Apron is now on turnout line contact. Hamburg Apron 121.7. Thank you. Oh, jetzt haben wir Hamburg Ground on line. Das ist sehr schön. 6 Bravo, departure frequency for you passing 2000 feet. 121.7. Das ist ja sehr schön. Dann haben wir nämlich noch eine Station online hier. Das freut mich. So. Hamburg Ground, hallo, oder von unser 37 Bravo Stand 05 Alpha Request Pushback. Lufthansa 37 Bravo, Hamburg Apron 9, Push and Start Proof facing South von Zulu 1 Blue Line. Push and Proof facing South, Zulu 1 Blue Line, der Lufthansa 37 Bravo, dankeschön. So, der Lotse hat uns jetzt gesagt, wir dürfen zurückdrücken auf die Blue Line, das ist diese hintere. Es wird jetzt zwar nicht angezeigt, weil ich keine Szenerie für Hamburg habe, aber auf den Karten hat man es ja gesehen. Wir schalten das Beacon an. So, das ist eine Warnleuchte und dann auf Request Pushback. So, before start checks. Parking lot set. Decker Speeds passt. V1, 130, V2, 135. Und der Flex ist 18. Set. Windows and doors. Closed. Closed and locked. Beacon ist on. So. Jetzt warten wir darauf, dass ich das zurückdrücke. All doors and hatches closed and all ground equipment is from parking brakes are set. You may lift, parking brakes set. Lifting the aircraft. We're cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. So, die Parkbremse ist gelöst. Commencing pushback. You can start the engines and see it will start in the sequence. So. Und dann drücken wir, wenn wir schon zurückgedrückt. Dann sagen wir Engine Start. Starting Engine Number 2. Dafür drehen wir diesen Schalter auf Engine Start. Machen diesen Schalter nach oben. Sieht man hier, jetzt geht schon Fenster auf. Der Balken wird warm. Und geht nach oben. Und jetzt sieht man auch gleich, wie der Öldruck steigt und die Temperatur auch ansteigt. Hier steigt der Abgastemperatur nach oben. Delta Echo Mike Whiskey India, Hamburg Ground 9. Delta Echo Mike Whiskey India, moin. At Cypher P28 at Parking General Aviation. Requesting VFR departure to the south via Sierra route. VFR with information Golf, ready for taxi. Engine number 2 is started. Starting engine number 1. Genau dasselbe Spiel. Und der Kasten wird wieder grau. Die Abgastemperatur steigt. Und if possible, runway 05 due to wind conditions. Delta Whiskey India. N1 geht auch noch um. So, unsere Parkbremse wird gesetzt. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Ground startup is complete.
You may disconnect. Engine number one is stabilized. Und dann noch mit dem After-Start. Have a good flight position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Test. After start check ist NCI is off. ECAM status set pitch to 24% set radar trimmen. The start check is completed before takeoff check is flag controls. None are checked. Outman is good. Flag controls check. Go left. Go right. Control. Go left. Go down. Go to the radar. Go left. Go right. Go to before check, see a big question. Before takeoff check, the standard was checked. Flap setting configuration of set. Radar Peter spawning out to engine mode select genommen. Ein bisschen zu weit gewollt, aber nicht schlimm, wir gehen einfach direkt zurück. Das ist 6850 Euro bekommen, sind 37 Euro. Dankeschön, tschüss. So, dann rufen wir jetzt Hamburg Tour. Da haben wir Hamburg Tour. Und dann, before takeoff checks belohnt dein takeoff runway. Tritri inside TCAS. Jetzt auch TARA. Flight attendants, please prepare for takeoff. So. Hamburg Tower, Lufthansa 37 Bravo, und Bravo 5, ready for takeoff. Also 37 Bravo hier, yeah, sorry, one minute. Oh Gott, das ist mir aber jetzt peinlich. So, schnell erledigt. Also 37 Bravo, jetzt sollte es korrekt sein, ist unsere Clearance noch gültig? Behind Company in unserem Weltraum, der Tri-Tri, wir bleiben unser Tri-Seven Bravo, dankeschön. Oh Gott, das ist mir so unangenehm. Na, kann passieren. Nicht schlimm. Aber wieso hat der gerade das nicht gesagt? Naja, egal.
So, und jetzt warten wir darauf, dass wir starten können. Mache euch noch das Overlay an. So. Und das Overlay. Ich hatte den Überhand, das ist ja absurd. Luftfahrt 37 Bravo, preceding traffic disconnected. Wind 050 degrees. Correction first, your departure frequency passing 2000 feet. 119.5-5. Wind 050 degrees, 10 knots, runway 33, clear for takeoff, bye bye. Mit Retri, clear takeoff, after takeoff, 119.5-5, wir fahren seit 37 Bravo. Ich danke dir. Den Namen dort noch, Gizzy. So, ready, ready, takeoff. Engine is stabilized. Hamilton Tower, Lufthansa 4, Whiskey, ready for departure. Hamilton Tower, Bravo 4. Lufthansa 4, Whiskey, Lana Bramble, Retri. Lana Bramble, Retri, Lufthansa 4, Whiskey. Lufthansa 2 Romeo Foxtrot. Yep, simulator crashed. I'm back on the stand 03 Bravo. So we request new clearance from ground, just be advised. Yeah, clearance zero from Hamburg Apron on 121.7 is now online. Yes, and we will talk later. Bye bye. Bye. Bravo, passing 2000 feet, climb 5000. Luftfahrt 37 Bravo, Bremen, Räder, identify, climb by assist, level 100. Climb by assist, level 100, Luftfahrt 37 Bravo. Luftfahrt 40, left heading 340. Left heading 340, Luftfahrt 40, Whiskey. Rechtskurve will ich anspannen.
Whiskey, die San Flag Level 7 Zero. Die San Flag Level 7 Zero, das haben wir vorher Whiskey. Und jetzt sind wir schon Richtung Süden und Südosten unterwegs. Lapsa ist gecheckt. Bremen Räder, Lufthansa 4, Whiskey, passing 2500 feet, climbing 5000 feet, Bravo und Trigger Departure. Lufthansa 4, Whiskey, Bremen Räder, identified, climb flight level 100, via FIT. Climb flight level 100, via FIT, Lufthansa 4, Whiskey. Lufthansa 37 Bravo, Monitor Unicorn 12 Decimal 8 and free climb, bye bye. Monitor Unicorn 12 Decimal 8, Lufthansa 37 Bravo, danke dir Carsten, tschüss. Hallo, good day, Bravo 635, Bravo 7. Was machst du jetzt auf Unicorn? Bravo 6305, then radar identified, expect vectors to ILS 0. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie dann beantworten. Der zweite Teil kommt wahrscheinlich morgen online. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.